Hallo meine lieben Hyruleaner und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wie ihr seht, da wären wir. Leider wieder einmal. Ich hatte mal mit den Aufnahmen ein Riesenproblem. Es hat nicht richtig aufgenommen. Und ich war schon beinahe durch, war Medo durch. Da ist mir das aufgefallen, dass es nicht richtig aufnimmt. Ich hoffe, jetzt nimmt es richtig auf. Sollte eigentlich schon. Der nächste Speicherpunkt, da ich halt weitergemacht habe und es nicht bemerkt habe, war dann, also der letzte Speicherpunkt war direkt nach Wamedo und der davor, der war irre weit weg. Ich musste zuerst mal die letzten 2 Stunden aufholen. So, jetzt scheint es aber aufzunehmen, darum hauen wir jetzt in die Tasten und es tut mir leid, ich muss jetzt leider von hier an nochmal gegen Wamedo kämpfen. Es tut mir wirklich sehr leid, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Geht los. So. Das habe ich alles schon im Originalvideo vorgelesen. Mhm. Da kannst du... so viel du willst. So, Bombenpfeile. Ja, das wissen wir alles schon, weil das hatte ich ja schon gemacht. Mhm. So, auf geht's und los. Los geht's! Und reicht das? Nein, reicht nicht. Wir nehmen den Isini-Bogen, weil der ist einiges praktischer. Leider habe ich jetzt verfehlt. So, komm gleich nochmal und tschüss. So, Nummer 1 ist weg. Ja, das dauert halt jetzt ein wenig, bis ich da durch bin. Ich muss leider wieder um das Ding ins Rum. Ausweichen! Aber das sollte ich eigentlich hinkriegen. Zack. Zack. Ah, die gehen vorher runter, okay. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Zack. Und gleich nochmal. Komm, hier. Zack. So. So wird's gemacht. Ich glaube, von oben wäre es wahrscheinlich am praktischsten. Und zwar direkt von hier aus. Feuer 1 und noch ein bisschen weiter. Feuer 2. Der hat gesessen. Das hat er auf jeden Fall mitbekommen. Jawohl, auch das holen wir uns noch. Es ist sehr praktisch, dass ich hier Aufwind habe. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt. Er hat uns im Visier. Mhm. Und Abflug. So, jetzt aber. Hier, ich kann nicht weiter runterziehen. Kacke. Und... Jupp. Das habe ich kommen sehen. So. Perfekt. Teil 1, Wamedo, Geschichte. Und es kreischt. Wir haben es geschafft. Die Barriere ist Geschichte. So aus, als hätte ich was abgekriegt. Tut mir leid, aber ich muss erstmal zurück zum Flugplatz. Mach dir keine Sorgen, es ist nichts Schlimmes. Und du solltest dir jetzt Medo vorknöpfen. Link, du schaffst das.
Tja, the Raven needs to go back to the Flughaven. So ist das, sowas aber auch. Ja, so, die kleine Eule sind wir jetzt los. Jetzt geht's hier auf das große kleine Birdie zu, dass wir hier mal eben weg schlagen oder so. So. Na, sieh mal an, ein alter Bekannter. Jawohl, Rivali Ravioli. Ich wusste, du würdest hierher kommen. Dass du mich allerdings 100 Jahre warten lässt, hatte ich nicht geahnt. Du bist hier, um Mido Ganons Klauen zu entreißen, oder? Dann solltest du dir zuerst einmal die Karte besorgen, die den inneren Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte enthält. Meinst du, du kannst ihn erreichen? Natürlich, kleiner Rivali. So, nehmen wir erstmal hier. Nein, keine Bombenfalle. Halt, keine Bombenfalle. Und ich glaube, ich kann auch wieder den normalen Bogen nehmen. Hier, Schwalbenbogen. So. Ich habe versucht, alles wieder so hinzukriegen, wie ich es schon mal geschafft habe. Ganz alles will man natürlich nie wieder so hinkriegen wie beim ersten Mal. Darum bitte Verzeihung, bitte entschuldigt, aber die Aufnahme war nicht Schrott von meiner Wenigkeit her, sondern das Aufnahmeprogramm hat einfach nicht aufgenommen. Meine Elgato hat schlapp gemacht. So. Und da kamen nur so Standbilder vereinzelt und sonst kam gar nichts. Also Ton hatte ich erst recht nicht und ja, sowas, also antiker Reaktorkern, also sowas lade ich dann nun wirklich nicht hoch. So, jetzt hieß es, wir sollten uns erstmal hier das Dingens holen. Moment, warte mal kurz. Aua. So, und sofort wieder den hier. Habe ich das? Ne, das habe ich noch nicht. Hier, komm, klick. Gespeichert. So. Habe ich bestimmt in der letzten Folge auch fotografiert, aber hier. Von nix kommt nix. So, jetzt hier die hier. Die werfen wir erstmal weg. So, da. Ja, ist halt so eine Sache, wenn einem die Aufnahme kaputt geht und man das erst später bemerkt. Ich durfte jetzt alle Schreine, die ich seit Folge 38, ja, ich glaube, es war Folge 38, die ich seit Folge 38 gemacht habe, durfte ich jetzt alles nochmal machen. Und das eben in einer irren Geschwindigkeit, weil Privatleben und so haben wir ja auch noch, da muss man ja auch noch irgendwie und so und überhaupt und ja, ist gut. Ja, und da musste ich mich halt jetzt ein bisschen sputen. Darum, ich habe alles versucht, sieht wieder aus, so hinzu... Sieht aus, als hättest du die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Bamido regeln. Um Mido zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Jetzt kannst du wirklich mal unter Beweis stellen, ob du als Held was taugst. Und wie ich das werde, mein kleiner Piepmatz. Ja. Pech, dumm gelaufen. Hier mache ich es halt jetzt nochmal. So, diese Dingens, ja. Dann, komm ich hier? Nein, natürlich nicht. Toll. Ui. Wo? Wer? Was? Weshalb? Warum? Aha. So, die Truhe erstmal. Antike Achse. Na schön. Hier war doch noch... Ah ja, da oben war noch eine Truhe. Okay. Holen wir uns erstmal schnell die Truhen. Okay.
schnell, hat er gesagt. Toll. Komm. Ah. Geh weg. Ich will doch den Feuerstab nicht so oft verbrauchen. So. Diese Probe. Bombenpfeile, ja, danke schön. Danke, danke, danke schön. So, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen hier direkt erstmal hier. Und Feuer. Zu hoch. Und Feuer. Getroffen. So, dann hier. Komm schon. Oh, jetzt nur nicht runterfallen. Ah. So. Ja, würdest du bitte einfach aus dem Vogelkäfig wieder rauskommen? Danke, kleiner Link. So. Okay. Vier Kontrollsiegel fehlen noch. Ich hoffe, du gibst nicht schon auf. Ach, nein, nein. Lass mal, ist schon okay. So, die auch erstmal alle weggebämst. Aber ich muss aufpassen. Eispfeile. Ich muss aufpassen. Mir gehen ganz fix wieder die Pfeile aus, wenn ich so weitermache. Ja, komm mal. Aha, warte mal. Warte mal, warte mal. Das kann ich nicht fotografieren. Auch nicht, auch nicht. Ich muss mal so ein schwarzes Glibberauge noch vor die Linse kriegen. So. Jetzt, Okay, ich glaube, ich weiß schon, wie ich das hinkriege. Auf jeden Fall nicht, indem ich es fotografiere. So, jetzt sofort hier Bomben. Aua. Toll, das war's. Ah, nee, komm, das können wir besser, Link. Muss ich nur mal eben schnell warten, bis das wieder aufgeladen hat. Dann hier. Zack. Und den Hammer. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, geht doch. Rutscht das Teil jetzt wieder weg. Ja, aber die Tür scheint... Alter, mach das nicht. Die Tür scheint nicht wieder zuzugehen. Von dem her ist doch schon mal was wert. So, hier sind wir beim nächsten Knotensteindingenspunkt. Drei Kontrollsiegel stehen dir noch bevor. Kontrollsiegel? Habe ich ja genannt. Habe ich gesagt. Ich habe die Kontrollsiegel genannt. Hallo. So, Oh, da oben hat es auch noch eine Truhe. Ich will das Truhe haben. Warte mal, kann ich das hier. Nö. Ah, das kann ich. Das hier kann ich ja bewegen. Toll. Also, der Vogel hat echt zu doll Schieflage. Wir packen ihn mal in die normale horizontale Position. Von der Po to the I to the Session.
So, also wie war das? Hier so, dann so und so. Sehr schön. Komm, 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 komm. Okay, da rein muss ich auch noch gleich. Aber erstmal will ich da hier oben versuchen, irgendwie an die Truhe ranzukommen. Ah, nein, nein! Ach, Menschenskindchen. Da saust der Link wieder volle Kanne runter, ey. Das gibt's doch nicht. So. Hallo? Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie gucken, dass ich da reinkomme wieder. Da erstmal Sturzflug. Auffangen. So, was haben wir denn hier? Ah, hier sind wir reingekommen, ha? Huh? Okay. Dann, da hat's auch noch eine Truhe. Ah, hier, ich wollte jetzt dieses komische Etwas mal versuchen zu fotografieren. Nein, kein Selfie. Komm ich denn da? Hier, ja, komm ich. Also, das Ding scheine ich nicht fotografieren zu können. Nö. Machen Abflug. Wir gucken derweil, was hier drin ist. Ein Sophie. Oh, schön. So, und jetzt danke. Ha, so, also. Jetzt muss ich mir ein bisschen sputen, weil ich habe noch ein paar Sachen vor mir. Drei von diesen Kontrollsiegel. Na, habt ihr es gehört? Kontrollsiegel. Aber ich will auch noch hier irgendwie versuchen, an das Dingens hier ranzukommen. Es kann doch nicht so schwer sein, an die Truhe ranzukommen. Aha. Aha. Momentchen mal. So. Genau. So. Puh, mir wird beinahe ein bisschen schwindelig. So. Schön. Halt, 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 halt. So. Ritterbogen. Aber kein Platz mehr für. Dann schmeißen wir was weg. Was schmeißen wir weg? Ja, komm, Schwalbenbogen, weg. Ritterbogen, her. Genau, der macht nämlich 26, hat der Stärke. So, wir gleiten da hier wieder rüber. Jetzt müssen wir hier Schräglage mal in diese Richtung. Sieht echt so aus, als würde Link sich auf die Schieflage legen. Und nicht hier dieser riesen Barmedo. Aha. Nein. So, jetzt aber. Wo ist mein Pfeil hin? Wo ist mein Pfeil hin? Okay, das war da wohl nichts. So, hier, komm. Oh, yeah. Like a ninja, baby. So, und auch hierfür habe ich keinen Platz mehr. Schmeißen wir doch was weg. Hier die Ritterhelmbade. Pflicht. Gleich das hier ausrüsten. So. Jetzt noch dahin. Das war wohl nix. Wie komme ich denn da rüber? Aha, aha, Momentchen mal. Und hier mal gegen. So, hat das jetzt was gebracht?
Oh, was hat denn das? Aha. Aha, ja, aha, Momentchen mal. Wie war das hier? So, zack, so. Was ist denn jetzt? Aha. So geht das. Also dann rauf und rüber. So, komm, komm schon. Mach. Link. Zeit ist Geld und ich habe von beiden jetzt zu wenig. Jetzt sind nur noch zwei Kontrollsiegel übrig. Na sowas, du hast es ja... Ja, ich krieg das schon hin. So, ah, Pfeil. Danke. So. Die Musik ist einfach herrlich. Wunderbar, schön und herrlich. Komm, rein. Nein, halt. Hier. Würdest du vielleicht rein? Nein. Rein da. Na toll. Moment, das haben wir gleich. So. Coin. So, direkt die nächste Rinder. So, und jetzt? Das ist meine helle Bade. So. Bringt das was? Ah, sie kommt. Moment mal, sie kommt. Okay. Kann ich das jetzt hier... Tatsache. So. Wenn dann... Ja, ich war halt. So, zack. Das sollte eigentlich funktionieren so. Aha. Ja. Tiggle-diggle-ding. So, dann hätten wir das auch. Nur noch ein. Oh, verzeihung. Jetzt hab ich's übersprungen. Ach. So, noch ein Kontrollsiegel. Ah, ich vergaß, ich komme hier gar nicht hoch. Das sollte eigentlich reichen. Komm schon. Ja, Link, ja. So. Jetzt müsste ich da nur noch irgendwie rauskommen. Gibt vielleicht einen Weg außenrum? So, was war das jetzt? Dieser Flügel hier, oder? Nö, hier sieht's nicht danach aus. Tanifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Sehr schön. Ja, das werde ich bestimmt brauchen. Bestimmt werde ich das brauchen. So, und hier? Hier. Erstmal den hier gleich. Zack. Puh, das war jetzt eine akrobatische Meisterleistung. So. Aha. So, zack. Dann ist da auch offen. Ja, und wie soll ich denn jetzt hier rüberkommen? Kann es denn...
kann es denn sein, dass das... Ich ruf nur, ich fall nicht runter. Ich fange bestimmt gleich an zu rutschen. Tatsache, das funktioniert sogar. Wow. Wow. Oho, du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit in Gang setzen. Guck mal auf deine Karte. Den großen leuchtenden Punkt siehst du ja wohl, oder? Da musst du hin. Boah. Jetzt ist nicht die Zeit, dich auf deinen Lorbeeren auszuruhen. Da wäre ich nie drauf gekommen. So, müssen wir aber klein Piepmaps wieder in die andere Richtung leiten, sonst kommen wir hier wahrscheinlich nie mehr rüber. Rüber. Reicht das schon? Ich hoffe es doch. Wir versuchen es. Oh oh. Oh oh. Nein. 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 Ja, vielleicht schaffe ich es ja da drüben wieder rein. Aber wahrscheinlich nicht. Oh nein. Mein Herz, ich will nicht unten abstürzen. Nein, ich will nicht runter. Ich will nicht auf die Map. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht da. Ich lande einfach bei den Piepmatzen. Achso. Achso. Ahui. Toll. So. Können wir einen kleinen Vogel wieder gerade rücken? Weil hier haben wir auch schon die Steuerungseinheit. Ja. So, jetzt, was kommt jetzt? Hörst du? Mach nicht den Fehler, den ich vor 100 Jahren gemacht habe. Damals hat diese Ausgeburt Ganons mich erwischt. Ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber... Räche mich, Link! Mit dem allergrößten Vergnügen. Dein Vorsicht ist sehr treffsicher. Das bin ich auch. Ich nehme nur... Was nehmen wir jetzt? Na ja, komm, ich belasse es bei dem. Ich nehme aber die Bombenpfeile. Aber so richtig. Au, au, au. Lisa, sag mal, spinnst du? Ah, verdammt. Moment mal. Fliegen, fliegen. Fliegen ist das Zauberwort hier. Ja, fliegen, nicht. Oh. Ich beschütze dich. Danke, Mifa. So, jetzt hier. Zacka. Nein, der Kind daneben. Ah, verdammt, er löst sich auf. Darum. Na, schöner Scheiß. Schöner Scheiß. Ach, Junge, ist der fix. Wo ist er hin? Ah, ah, ah. So, jetzt aber hier. Friss, Bombe. Gleich noch eine hinterher. Und noch eine hinterher. Oh, 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 er ist abgestürzt. Jetzt hier, komm. Halt, 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 ganz falsch, ganz falsch. Ich, hier. Ah, verflucht, schon wieder vorbei. So, wohin willst du? Ah, ah. Voll in den Rücken geschossen. Das tut man nicht. Das tut man nicht. Nein. Du musst dich konzentrieren. Ja, 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 ist ja gut.
du, hat das überhaupt was gebracht? So ein bisschen, ne? Nein. Oh, jetzt dachte ich, ich fall raus. So, jetzt hier, komm schon. Feuer. Was? Hab ich ihn? Nein. Oder? Hab ich ihn jetzt schon? Nein. Oh. Was ist denn das? Er wird dich aus dem Hinterhalt angreifen. Pass auf! Ja, Moment, ich muss doch. Ich hab das schon. Ich hab das total vergessen. So, haben wir ihn? Ja, schöne Pose. Ganons Windfluch. Ah. Da ist er. Ah. Lass das. So, jetzt komm schon. Hier. Zack. Zack. Mit aller Kraft an! Ich komm. Halt, schon wieder vergessen. Ah, verdammt. Aber ich habe, glaube ich, keine Pfeile mehr. Ja, ich muss erstmal hier gucken. Pfeile. Ich habe noch 10 Eispfeile. Okay, komm schon. Eispfeil Nummer 1, Feuer. Eispfeil Nummer 2, Feuer. Ja, komm mal ein bisschen runter hier. Komm mal runter, Alter. So, Eispfeil Nummer 3, Feuer. Und Nummer 4, Feuer. Nummer 5. Feuer. Oh, ich habe ihn erwischt. Wo ist er hin? Alter, wo ist er hin? Na toll. Da unten kriege ich ihn natürlich nie. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Mitten im Bosskampf mal einfach die Umgebung erkunden. Okay, cool. Oh, cool. Was haben wir denn hier? Antiker Riesenkern. Verriesen gemacht. So. Alter, jetzt geht's ans Kittchen. Komm schon. Linke. So, okay, cool. Sehr uncool. Hier hin. Und zack. Aufwind. Ui. Ey, sag mal, spinnst du? Komm her. So, jetzt aber hier. Zacka.
So, damit hätten wir das auch geschafft. Kann ich das eigentlich hier? Nö, bringt nichts. Also, nur ein Verleihen. Herzcontainer füllt Herzen auf plus zusätzliches Herz. Wenn die Steuerungseinheit aktiviert wird, kannst du diesen Titan nicht mehr betreten. Ich glaube, wir haben den so richtig ausgelootet. Ja, komm, ist okay. Ich kann deinen Speicherpunkt wieder laden. Habe ich hier im letzten Video gesagt. Habe ich hier gesagt. Und dann Speicherpunkt 3 Stunden von vorher. Vorher. Wie auch immer. Ja, Verzeihung, Zwischenzirkenz. Ich halte schon die Klappe. Du hast ihn wirklich besiegt? Angeber. Revali Ravioli, Recken der Orni. Immerhin hast du meine Seele damit befreit. Und Medo ist auch wieder in unserer Hand. Nicht schlecht für deine Verhältnisse. Als Belohnung werde ich dir meine vollendetste Kunst schenken. Die Kraft, Aufwinde entstehen zu lassen. Ihr Name lautet Revalis Sturm. Ich für meinen Teil werde Medo in Gang setzen und den Angriff auf Garnon vorbereiten. Wenn du dann in Schloss Hyrule mit ihm kämpfst, kannst du auf unsere Hilfe zählen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Na los, dann geh schon. Gibt doch noch ein paar Sachen zu tun, oder? Die Prinzessin. Sie wartet schon ein ganzes Weilchen auf dich. Ja, tut mir leid, ich habe heute Morgen den Wecker nicht gehört. Ja, daraus wurden dann halt 100 Jahre Schlaf. Kann passieren, kommt halt mal vor, also jetzt sei doch nicht so. Also wirklich, gleich eingeschnappt sein, nur weil ich mal 100 Jahre zu spät komme. Ich meine, was sind schon 100 Jahre, oder? Ach, Kacke. Oh. Das Ziel haben wir erfasst. Wir müssen Garnon mit Adleraugen im Blick behalten. Wenn Link gegen ihn kämpft, kriegt er dann eine gewaltige Ladung ab. Ich hoffe, du hältst bis dahin durch. Naja, 100 Jahre haben wir ja schon zusammen gewartet. Das schaffen wir den Rest auch noch. So langsam muss ich wohl zugeben, dass er gar nicht schlecht ist. Er hat es in diesen Titanen geschafft, dabei kann er nicht einmal fliegen. Er hat vollbracht, woran ich gescheitert bin. Er ist von uns beiden der Stärkere. Link, du bist der Schlüssel, du warst es immer. Ja, Ravioli Rivali, ziemlich frühe Erkenntnis, ja? Also, ein richtiger Blitzmerker, der Rivali.
Puff, und da sind wir wieder. So, Rivalis Sturm enthält die ungestüme Macht Rivalis. Sie lässt einen Aufwind entstehen, der dich weit in den Himmel aufsteigen lässt. Halte zum Aktivieren X gedrückt. So, das werden wir dann in der nächsten Folge... Oh, Libelle. Meine Libelle. So, das werden wir dann in der nächsten Folge auch gleich mal ausprobieren. Ich denke, das werden wir dann brauchen. Ja, ich danke euch jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen. Die Folge hat schon wieder Überlänge. Ich mache es jetzt kurz und sage einfach Adios, Amigos.